Ich bin mir sehr sicher, ihr alle kennt den Maler Jan Vermeer. Es gibt sogar einen ganzen Roman und einen Film zu ihm. Das Mädchen mit dem Perlenohrring. 2023 gab es eine Vermeer-Ausstellung in Amsterdam. Ey, da waren die Karten schon vor Ausstellungsbeginn weg. Das kenne ich sonst nur von Festivals. Habe ich noch nie erlebt. 650.000 Leute waren da. So, und jetzt macht euch mal klar. Heute, in dieser Folge, geht es um einen Künstler, der zu Lebzeiten bekannter war als Vermeer. Sein Name Pieter de Hoogh. Mittlerweile hat sich das allerdings komplett geändert. Pieter de Hoogh kennt kaum jemand mehr. Zeit also, ihm eine Kunstsnack-Folge zu widmen und ihn damit ins Bewusstsein der Massen zu bringen, die natürlich alle diesen Podcast hören. Klar, in diesem Sinne, viel Spaß. Der Kunstsnack. Kurze Facts leicht bekömmlich. Von der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Mit dem Comedian und Kunsthistoriker Jakob Schwertfeger. Bevor ich anfange, schaut gerne in die Shownotes von diesem Podcast. Da ist ein Link zur Abbildung. Dann könnt ihr euch das Bild von dieser Folge in Ruhe angucken. Und jetzt geht's los. Was gibt's hier zu sehen? Bildliche Beschreibung. Wie ihr euch schon denken könnt, geht es um ein Bild von besagtem Pieter de Hoogh. Und zwar aus dem Jahr 1660. Das befindet sich in der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe und trägt den Titel »Eine Magd mit Eimer in einem Hinterhof«. Der Titel ist, ehrlich gesagt, eine Bildbeschreibung in Kurzform. »Eine Magd mit Eimer in einem Hinterhof«. Aber ich mache natürlich eine bisschen ausführlichere Bildbeschreibung, deshalb kriegt ihr jetzt von mir noch ein paar mehr Details. Fangen wir mal mit der Mitte des Bildes an. Da steht eine Magd. Ihre Kleidung hat die gleichen Farben wie die französische Flagge, blau, weiß, rot. In der einen Hand hält sie einen Eimer und in der anderen Hand vermutlich einen Besen, kann man aber nicht ganz genau sehen, der wird von ihrem Kleid verdeckt. Vor ihr sind zwei Hühner, die picken auf dem Boden. Die ganze Szene spielt sich in einem Hinterhof ab. Hinter der Magd sieht man die Rückseite von einem Haus mit einem Baum davor. Daneben ist neben diesem Haus so ein hoher Holzzaun. Die Tür von dem Zaun ist offen und dadurch fällt ein breiter Streifen Licht in den Innenhof. So eine Art Bild mit so einer alltäglichen Szene in so einem Hinterhof, irgendwie alles ganz normal. Sowas nennt man Genrebild. Genremalerei zeigt eben genau solche alltäglichen Szenen. Und das ist hier der Fall. Ich finde das Bild echt schön und vor allem sehr beruhigend. Irgendwie wirkt das Ganze so entspannt, weil die Magd so entspannt ist. Sie scheint in sich gekehrt zu sein und ist so ganz im Moment. So eine Ruhe verspüre ich sonst, keine Ahnung, ich glaube echt nur beim Bügeln. Beim Bügeln kann ich so richtig abschalten. Und deshalb ist das hier so eine richtige Meditationsmalerei für mich. Was macht das Werk so besonders? Pieter de Hoogh gilt als Erfinder. Also jetzt nicht so wie Daniel Düsentrieb, sondern er war Erfinder eines Bildtyps. Er war der erste niederländische Maler, der die Höfe bürgerlicher Häuser gemalt hat. Was ihn interessiert hat, war diese abgeschiedene Welt hinter den Zäunen. Also wenn es damals schon Drohnen gegeben hätte, dann wäre Pieter de Hoogh wahrscheinlich ständig über irgendwelche Höfe damit drüber geflogen und hätte Leuten die Privatsphäre versaut. Aber das macht seine Malerei besonders, diese Intimität und die nahbaren häuslichen Szenen. Und was wirklich großartig ist, das Bild aus Karlsruhe stammt aus Pieter de Hoochs stärksten Schaffensphase. 1660 entstanden. Kurz danach zieht der Künstler nach Amsterdam, aber das Bild aus Karlsruhe entsteht noch in der Stadt Delft. Man kann die Stadt durch den geöffneten Zaun, hatte ich euch ja beschrieben, ne, wo so das Licht in den Hof reinfällt, durch diesen geöffneten Zaun sieht man die alte und neue Kirche und das Rathaus von Delft. Also ja, Kirche, Rathaus, quasi die damalige Skyline von Delft. Man kann hier also reale Gebäude identifizieren, aber das macht das Bild noch nicht zu einer Art Foto. Das hier ist kein Abbild der Wirklichkeit. Die Höfe, die Pieter de Hoogh gemalt hat, entspringen seiner Fantasie. Er baut das Bild. Er baut das zusammen und zwar so, wie es ihm passt. Und auch die Frau ist für ihn ein Baustein, diese Magd mitten im Bild. In etwas veränderter Form taucht die nämlich in mehreren Gemälden von ihm auf. Pieter de Hoogh malt Delft als friedliche, ruhige Stadt. Das war allerdings nicht immer so.
6 Jahre bevor das Bild entstand, kam es 1654 zum sogenannten Delfter Donnerschlag. In Delft befand sich nämlich ein geheimes Waffenlager mitten in der Stadt. Und das explodierte plötzlich. Hunderte Menschen starben, ein Drittel aller Häuser in der Innenstadt ging kaputt. Unter den Opfern war auch ein Schüler von Rembrandt, Karel Fabricius. Sowohl Rembrandt als auch Fabricius waren übrigens wichtige Einflüsse für Pieter de Hoogh. Von wann ist das Werk? Historischer Hintergrund. Kurz nochmal zur Erinnerung, das Bild aus dieser Folge ist von 1660. Jetzt kurz zu dem Maler Pieter de Hoogh. 1629 wird er in Rotterdam geboren und stirbt 1684 in Amsterdam. Er erlebt also große Teile des 17. Jahrhunderts. Und, da muss man sagen, hat er großes Glück. Denn diese Zeit gilt als das goldene Zeitalter der Niederlande. Das war eine Blütezeit sondergleichen. Die bildenden Künste florieren, es werden unglaublich viele Kunstwerke geschaffen. Stillleben, Genrebilder und Interieurszenen, also Innenräume. All das wird sehr beliebt. Pieter de Hoogh malt zunächst viele Interieurs, erst später malt er auch Motive, die draußen spielen. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum sind die Niederlande im goldenen Zeitalter so heftig aufgeblüht? Das hatte viel mit den Kolonien zu tun. Durch regen Handel mit Übersee kam wahnsinnig viel Geld ins Land. Die Niederlande wurden zu dieser Zeit zur Welthandelsmacht. So ein kleines Land mit so viel Macht und Geld. Aber der Begriff goldenes Zeitalter ist trügerisch. Er täuscht darüber hinweg, dass dieser wirtschaftliche Aufschwung durchaus blutig war. Die Kolonien wurden gewaltsam ausgebeutet und unterdrückt. Daher kam ein Großteil des Reichtums. Dieses ganze Geld floss dann auch in die Kunst und in den Kunstmarkt. Viele BürgerInnen waren zu Wohlstand gekommen, es gab eine breite Mittelschicht. Und die wollten Bilder haben. Um diese Nachfrage nach Bildern zu bedienen, entwickelte sich eine regelrechte Bilderindustrie. Viele Kunstschaffende spezialisierten sich auf ganz bestimmte Motive. Die absolute Hochphase hatte das goldene Zeitalter Mitte des 17. Jahrhunderts. Da malten etwa 700 KünstlerInnen etwa 70.000 Bilder pro Jahr. Das ist unfassbar viel. Sowas hat es in der Kunstgeschichte bis dahin nicht gegeben und auch lange danach hat es es nicht mehr gegeben. Und Pieter de Hoogh war einfach mittendrin. Für seine Genrebilder konnte er hohe Preise nehmen. Trotzdem lebte er zeitweise in einem ärmlichen Viertel in Amsterdam. Ein eigenes Haus hat er sich nie gekauft. Warum? Unklar. Insgesamt ist gar nicht so viel über Pieter de Hoochs Leben bekannt. Aber zum Glück spricht ja seine Kunst einfach für sich. Über 350 Jahre alt ist dieses Bild aus Karlsruhe. Und trotzdem beruhigt es mich heute noch immer. Also ich bin ganz entspannt nach dieser Folge, ehrlich gesagt. Und ich hoffe, euch beruhigt das auch ein bisschen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis in 2 Wochen, wenn die nächste Folge von Kunstsnack erscheint. Macht's gut, bis dann. Ciao. Das war der Kunstsnack. Kurze Facts, leicht bekömmlich. Mit Jakob Schwertfeger. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Abonniert unseren Podcast und folgt uns bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Schreibt uns via Direct Message oder per Mail an digital@kunsthalle-karlsruhe.de.